Lichtgeschwindigkeit in Lichtgeschwindigkeit. Oh, ein deutscher Jude auf der Flucht aus Europa. Ich klage hier an und versuche Stoff anzubieten, damit ein Missstand gebessert werden kann, nämlich was den unzureichenden Verhaltensstil, Handlungsstil in den Piratenbewegung, Piratenpartei betrifft, abzuhelfen, wie aber auch ganz konkret bei den Begehrlichen, die sich selbst als das Machtgefüge der Piraten verstehen und auch selbst so signieren, hauptsächlich in Berlin, der unsägliche, geringgebildete Bernd Schlömer, der jetzt erster Vorsitzender der Piratenpartei geworden ist, mit Schummelei, ich komme noch dazu, aber auch genauso der subalterne, eigentlich nette Christoph Janetzko, Piratenfunker, der im Dienste seiner Herren, die er überhaupt nicht versteht, Sprüche absondert, wo man wirklich nur Schüttelfrost kriegen kann. Er hat mir kürzlich mitgeteilt, man müsse doch die Schriften von Alfons Silbermann nicht kennen. Ja, man muss auch die Bibel nicht kennen, man muss sein Sparkassenbuch nicht kennen, man muss gar nichts kennen. Ja? Dumm fick gut, aber jemand, der als Piratenfunker einen Videoblog macht, der sollte sich allerdings in Medien auskennen. Ich sage nur eins, ich war kürzlich eingeladen bei einem Presseclub in Köln im Hotel Excelsior, Hotel Ernst am Dom, das ist das erste Haus in Köln, und Referent, Hauptgast war der Intendant der Deutschen Welle, der dort seine Zukunftspläne für die Einführung der Übertragung, der Bereitstellung von Produktionen der Deutschen Welle, das ist sozusagen Deutschlandfunk weltweit, international, in verschiedenen Sprachen auch, per Internet betrifft. Und anschließend gab es dann eine offene Diskussion. Es waren wirklich alle Leute, vor allen Dingen auch gediente Medienfachleute, Köln ist ja eine Medienhauptstadt in Deutschland dort, und wir haben diskutiert. Ich habe mich eben auch einschlägig zur IT-Revolution zu Wort gemeldet. Und da wurden natürlich Kriterien und wissenschaftliche Leistungen von Alfons Silbermann eingeführt und diskutiert. Und es war in der ganzen großen Runde kein einziger, der gefragt hätte, wer ist denn Alfons Silbermann oder so. Also Silbermann ist Standard in der Massenkommunikation und Mediensoziologie, auch noch weit in das neue Jahrtausend hinein. Lieber Christoph Janetzko, beschäftige dich mit Alfons Silbermann und verschone mich mit deinen Unverschämtheiten. Das kann ja nicht sein. Ich unterstelle dir nicht mal Bösartigkeit, aber es ist ein bisschen Demut, ein bisschen Bescheidenheit hier jetzt mal am Platz. Gut, ich habe also hier etwas vorzutragen. Das hat nämlich mit Alfons Silbermann auch zu tun, insofern, dass mir jetzt inzwischen auch der Alfons Silbermann als Mitgrund meiner Frankfurter Allgemeinen Zeitung Verleumdung eingeschenkt wird. Ja, Silbermann sei undiskutabel, eine Persona non grata Problematik, denn, und das sage ich jetzt als Information für die Piraten, die hier aufmerksam mitmachen, der Silbermann hat überführt die Alt-Nazi Elisabeth Nölle-Neumann vom Allensbach-Institut, sie ist ja auch vor einigen Jahren gestorben. Frau Nölle-Neumann war Mitarbeiterin von Goebbels, NSDAP, und Frau Nölle-Neumann hat mit dem Allensbach-Institut nach dem Krieg einen Vertrag mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Blick auf die Zukunftszusammenarbeit für die Frankfurter Allgemeine Zeitung monatlich eine halbe Seite Demoskopie zur Lage der Deutschen zu machen. Und diese Art von Kuckucksdemoskopie, wo immer durch die Fragestellung die Antworten vorherbestimmt werden, aber das Verhalten, was hinter irgendwelchen Bekundungen steht, überhaupt niemals mit soziologischen Methoden analysiert wird, von Allensbach nicht, never, weder von Frau Nölle-Neumann, die das gar nicht konnte, wie auch heute nicht von der Nachfolgerin
es nicht bei allen schwach gemacht wird, weiterhin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und insofern auch die Kritik von Silbermann in den Anfang der 90er Jahre nochmal zum quasi Drama der Sozialwissenschaften in Deutschland unter dem Adornismus und Habermas Folklore-Kram, das wurde auch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung natürlich ignoriert. Dankenswerterweise haben aber sowohl Spiegel wie auch die Zeit, die Wochenzeitung und aber auch die Taz das groß publiziert. In der Zeit gab es sozusagen Pro und Contra mit allen möglichen Medienwissenschaftlern, Kommunikationswissenschaftlern und Alfons Silbermann, die große Debatte. Ich will das nicht hochholen, ich will nur sagen, wenn heute ein junger Mensch bei den Piraten sagt, das weiß ich alles nicht, dann kann ich das respektieren, ich kann das auch akzeptieren. Nur wenn wir argumentieren, gehört das Wissen dazu. Gut, also hier geht es um die Flucht, um die Frage letztlich auch darzulegen, wie kommt eigentlich Alfons Silbermann dazu, ein Kölner Jude, der 1933 mit seinen Eltern Unternehmer, Druckereibetrieb, selbst gegründet in Köln, von den Nazis zerschlagen worden ist, dann fliehen musste 1935, gerade noch sind sie rausgekommen nach Utrecht erst, dann Amsterdam und so, schließlich nach Paris. 1938 musste Alfons Silbermann aus Paris emigrieren. Ich lese jetzt hier mal aus seinen Verwandlungen, Autobiografie von Alfons Silbermann, hier ist die Zeit charakterisiert, 1937, 38. Ein französischer Schlawiner, empfohlen von seinen Spielmaschinenfreunden, wusste da Rat. Ich besorge Ihnen eine von diesen Maschinen. Es waren jetzt nicht mehr die inzwischen abgetakelten Grüß, sondern Machines à sous, auch genannt Slot Machine, oder einarmige Banditen. Und lasse als Objet de commerce eintragen, Organisation de Vente, so geschah es. Und unter dem 12. Februar 1938 wurde das grandiose Unternehmen unter der Nummer 698.219 im Registre du Commerce beim Tribunal du Commerce de la Seine eingetragen. Problem war, dass also Emigranten, illegale Juden in Paris rausgeschmissen wurden, aber über einen Trick, nämlich indem man ein Gewerbe anmeldete, konnte man sich da sozusagen so eine Hilfslegitimation besorgen. Es geht also so. Es ist ein leichtes und daher viel praktiziertes Verfahren, der gleichen karge Berichte über das Hinterherrennen nach Freibriefen mit verschnörkelnden Ornamenten zu versehen, die mit ihren wehleidigen Anklagen gegen die Niedertracht auf dieser Erde, die Bösartigkeit, Ungesittetheit, Willkürherrschaft und Geringschätzung in dieser Welt ein schlammbedecktes Jammertal entwerfen. Später, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer aus dem Sumpf heraus, werden die Notzeichen mit schönfärberischen Erinnerungen umgeben. Das ist zwar redlich gegenüber einer womöglich mitfühlenden, doch in keiner Weise in Mitleidenschaft gezogenen Außenwelt, aber höchst unredlich, wenn es die Einschätzung des Widerscheins auf die eigene Person betrifft. Wer bei Lebensgeschichten gleich welcher Art, denen der aller Welt bekannten hintersinnigen Filmstars oder denen der in der gesellschaftlichen Rangordnung hintangestellten nomadischen Flüchtlinge der Versuchung nicht widersteht, den Reichtum des Sichtbaren durch umstands- und situationsbedingte Willfährigkeiten zu überdecken, begeht frevelhafte Schurkerei gegenüber sich selbst sowie gegenüber der Vorbildlichkeit des persönlich eingetönten Ablaufs der Geschichte. Wer wie er, Silbermann in der dritten Person, von sich als er schreibend, als Emigrant die Jahre 1937-38 in Paris durchlebt hat, ob armselig, bemittelt oder vermögend, mit gültigen Papieren versehen oder nicht, gejagt oder behäbig, dem kann er nicht erzählen, dass er von seinem gewiss leidigen Schicksal so betäubt gewesen wäre, um mit Blindheit ließ,
Eindruckslosigkeit geschlagen gewesen zu sein. Denn gerade das Sichtbare des Paris, das einem auf Schritt und Tritt begegnet, die vielen Postkartenmotive, die hier nicht aufzuzählen sind, die eigentümlichen Gerüche in den Gängen der Metro oder rund um die Zentralmarkthallen, die Warteschlangen und die abgerissenen Clochards, ist ebenso beeindruckend wie es beeinträchtigende und daher unvergessliche Spiegelungen von Vergangenheit und Gegenwart, innerer und äußerer Wirklichkeit sind. Diese Entsprechungen, um die es sich letztlich handelt, machten ihn dagegen gefeit, sein Leben in Paris auf das Piedestal des Morbiden oder des Faszinierenden, des Irritierenden oder des Bodenlosen zu stellen. Er bleibt der irdischen Realität verpflichtet, werde sie von philosophischen Magiern, erleuchteten Romanciers und gesellschaftskritischen Besserwissern auch noch so ledern und banal besehen. Die erste Einarm-Banditenmaschine auf Kredit gekauft und darüber belehrt, wie man ihren Mechanismus so verarztet, dass sie möglichst wenig Gewinn auszahlt, schleppen er und Charles, das war der damalige Freund von Alfons Silbermann, das schwere Ding durch Paris, um einen Kneipier zu finden, der es gegen Beteiligung am Umsatz bei sich aufstellen lässt. Nach aufwendiger Überredungskunst und dem Spendieren mehrerer Gläser Vin Rouge finden sie einen Ausschank in der Rue Saint-Dominique im 7. Arrondissement, das ist in der Nähe des Eiffelturms. Diese schmale, sich lang hinziehende, mit vielerlei kleineren und mittleren Bistros versorgte Straße wird nach und nach zur Nutzbarmachungsgegend des Silbermannschen Spielmaschinenunternehmens, nachdem aus dem ersten Geldscheißer deren vier geworden waren. Das Geschäft blühte, verlangte jedoch nach angespanntem Einsatz, weil ja auch noch der Kellnerjob lief, das heißt tagsüber. Die zur Üblichkeit gewordene Serviererei und Einkassiererei im Restaurant und dann in die Rue Saint-Dominique zum Beaufsichtigen, Kassieren, Abrechnen und mehr als einmal Reparieren der Maschinen, auf die wutentbrannte Verlierer draufgehauen oder statt der Geldstücke Knöpfe, Haken, Ösen und was immer sich an flachen Rundlichkeiten finden ließ, eingeworfen hatten. Man lief sich die Füße platt und trotz aller Liebe und Notwendigkeit zur finanziellen Verbesserung war es nicht mehr zu schaffen. Ein Beförderungsmittel musste her, zumal die am Umsatz beteiligten Kneipenwirte nicht zögerten, auch mitten in der Nacht anzurufen, damit jemand komme, um die ledierte Maschine zu deblockieren. Und so kommt es zur Anschaffung eines Mini-Autos der Marke Rosengart, zärtlich benannt Rosalie, das mindestens aus dritter Hand stammend, nur unter Aufwendung besonderer Mühen und Kunstgriffe zum Durchbrausen der überfüllten einbahnigen Straßen von Paris zu bringen war. Zwischenzeitlich, wegen der Überbeschäftigung beim Aufbau einer beständigen Existenz von ihm nur im Vorübergehen vermerkt, häufen sich die Schachzüge des deutschen Faschistenregimes, dessen Sinnbild auf der Pariser Weltausstellung 1937 der von aufdringlichen Hakenkreuzfahnen umwehte deutsche Adler auf dem meterhohen deutschen Pavillon grimmig von seinem Horst zu Väterchen Stalins Andachtsmonument hinüberblickte. Aus allen Ecken eines wirtschaftlich und politisch erschöpften Europas kommen so viele, eine Schlagzeile nach der anderen jagende, meist unerquickliche Informationen, dass ihm, wie einem Großteil der Bevölkerung, Zusammenhänge und Ausmaß der Vorgänge schlicht undurchsichtig bleiben. Hinzu kommt, dass die Nischen, in die das eine oder andere Ereignis einzuordnen wäre, beispielsweise der Kampf der Internationalen Brigade gegen den spanischen Faschismus, Schuschnicks an Mussolini gerichteter Hilferuf gegen den Nationalsozialismus, Chamberlains Verhandlungen mit Hitler, in Frankreich traditionsgemäß mit verbalen Ergüssen abgedeckt werden, von denen auch er sich einlullen lässt. Dass auch in Frankreich der Faschismus mit dem Ex-Royalisten Morat
dem Neonazi DA, der Action Française, den Camelots sowie der ultrarechten französischen Volkspartei seine giftigen Blüten treibt, wird ihm erst klar, als er das jubelnde Echo der vor vielen tausend Arbeitern im riesigen Velodrom d'Hiver gehaltenen Hetzreden gegen die Bolschewisten und das Weltjudentum vernimmt. Es tun sich ihm Gefahren auf, die ihn das zwischen Pflicht und Glück gelegene unscheinbare alltägliche Ernst nehmen lassen. Sie werden ihm eindringlichst vor Augen geführt, als sich über ihn, wie die zahlreichen jüdischen Emigranten, die Flutwelle der Verweigerung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen ergießt. Der Tag war gekommen, an dem seine Beschäftigung im Gaststättengewerbe den Ausländergesetzen entsprechend ein ruckartiges Ende nimmt. Es war auch der Tag, von dem an er sich nur noch clandestin, also heimlich, in dem ihm vertraut gewordenen Paris aufhalten kann. Was nach der Beherrschung der hohen Kunst nicht geschnappt zu werden verlangt. Sie lässt sich mit ein wenig Köpfchen im Anlauf erlernen, kommt ihr auf der Straße ein Polizist entgegen, mache kehrt und verschwinde in die nächste Seitenstraße, ins nächste Garagentor oder ins nächste Bistro, meide Menschenansammlungen gleich welcher Art, den Besuch von Kaffeehäusern und Restaurants, die zum Treffpunkt von Ausländern und Emigranten geworden sind, sowie zweideutige Gegenden und Bars, das heißt Orte, wo die Möglichkeit von Razzien auf der Tagesordnung steht. Auch die Absicherung durch frühzeitiges Erkennen von erreichbaren Hinterausgängen ist als probate Vorkehrung gegenüber unerquicklichen Begegnungen mit der Obrigkeit anzusehen. Mit diesen und anderen Finden, die in jedem einigermaßen wohldramaturgisierten Krimi- oder Gangsterfilm als belebende Kurzweiligkeiten zur Schau gestellt werden, gelingt es ihm, noch für Monate der angeordneten Ausweisung zu entgehen. Mit Hilfe von Rosalie den einträglichen Spielmaschinensatz zu bedienen und sich seinem neuen Beruf als Gebäck- und Chocolaterie-Deluxe-Verkäufer zu widmen. Ein Vertrieb, der als Le Lutte Bleu unter dem Namen seines Freundes Charles mit Adresse und Telefonnummer der gemeinsamen Zwei-Zimmer-Wohnung eingetragen ward. Mit einem Karton unter dem Arm, in dem sich Muster der bei seiner vormaligen Arbeitsstätte der Patisserie Danoise hergestellten Ware befanden, zieht er nunmehr durch die besseren Gegenden von Paris dort, wo sich Tea-Rooms und Schokoladenläden finden lassen, um Bestellungen, 4 Stück von dem, 6 Stück von diesem, 1 Pfund hiervon und 2 Schachteln davon, zu ergattern. Schon nach nicht allzu langer Zeit stellt sich heraus, dass diesem Kleinhandel trotz aller Mühe und Emsigkeit kein Erfolg beschieden ist. Erstens kommt er nicht mit den sich ungeheuerlich vornehm gebenden Eigentümerinnen dieser erlesenen Läden zurecht. Diesen aufgedonnerten Weibern, denen ihre unglücklichen Ehen oder ihre leidselige Witwenschaft nur so aus den misstrauischen Augen trieft. Zweitens bleibt so gut wie nichts unter dem Strich übrig, wenn der Einkauf beim Hersteller der Ware plus durch Akquisition, Verpackung, Lieferung und Rechnungsstellung entstandene Unkosten mit der minimalen Gewinnspanne verrechnet werden. Es war ein Reinfall. Weder der erste in seinem Leben, noch der letzte. Weniger ein Fehlschlag, denn ein Schlag ins Gesicht war indessen das vom Innenministerium von einem Tag auf den anderen erlassene Verbot der Spielmaschinen, die, wenn der Besitzer sie nicht aus den Bistros herausnimmt, von der Polizei beschlagnahmt werden. Seine Situation wurde im wahrsten Sinne des Wortes äußerst ungemütlich. Das Herumlaufen mit dem Gebäck und Schokoladenkarton brachte nichts ein, das Spielmaschinengeschäft war kaputt, Charles Lohntüte reichte notdürftig aus, um von der Hand in den Mund zu leben und an jeder Ecke lauert die Gefahr der Ausweisung. Es war das rüde Erwachen aus einem Karneval der Unstimmigkeiten, die Ernsthaftigkeit von Herabwürdigung und Verschmähung. Jetzt musste in der Tat die Flucht angetreten werden. Weder die vor sich selbst noch die vor dem stetig gleisnerischer werdenden politischen Spuk, sondern die vor den Verlockungen und dem Niederbeugen
Halbherzigkeiten, Gemütswärme und Innigkeit. Das ganze Hoheitsgebiet der Seele musste hintangestellt werden. Will der im Verlassensein dahin vegetierende Emigrant aus dem Dilemma zwischen Identifikation und Bedenken sich erheben. Diese kluge, den fortwährenden Zwiespalt zwischen Herz und Vernunft unterstreichende Erörterung, erst im Nachhinein als geistige Erfahrung erkannt, dient der Beleuchtung des Standortes, von dem aus ein aus seinem Kulturkreis geschasster und vom selbst erwählten Fremden betrogener unverzagt dem Traum von einer neuen Morgenröte nachgeht. Ohne entrückte Nachdenklichkeit gesprochen, hat ihn die Anhäufung der ihn direkt wie indirekt betreffenden Ereignisse darauf gestoßen, dass er nicht länger in Frankreich bleiben kann, wobei die Frage, wohin denn, nicht nur die seine war. Ganze Bündel von jüdischen Emigranten stellten sich schon in den Monaten, bevor die Franzosen, die Engländer und die Italiener im Münchner Abkommen dem geifernden Diktator Hitler zu Füßen krochen, diese Frage, erwogen dieses oder jenes Land, um ernüchtert zu erfahren, dass da die Tore schon geschlossen waren, dort man im Begriff ist, sie zu schließen. Eines stand fest, im Grunde genommen wollte keiner die wandernde Judenschaft bei sich haben. Und wenn sich dennoch einige Regierungen aus humanitären Gründen, wie es so schön hypokritisch hieß, dazu herabließen, eine beschränkende Quote dieser Menschenware in ihrem Land aufzunehmen, dann wurden aber Dutzende von schwer überwindbaren bürokratischen Fußangeln ausgelegt, um auf diese Weise die Bittsteller von vornherein zu entmutigen. Als teuflische Experten auf diesem Feld zeigten sich die für die Einreise nach Palästina zuständigen Engländer. Doch auch die amerikanischen Behörden ließen diesbezüglich nichts zu wünschen übrig. Und da diese Art von Flüchtlingspolitik die offizielle Bezeichnung für die Strategie verfolgter Heimatlose, vor allem Juden, zu Unerwünschten zu machen, bestens bekannt geworden war, mussten Emigrationsländer her, bei denen die Einwanderung noch nicht absichtlich durch undurchdringlichen Formalitätenkram verhindert wurde. Das war einer der Gesichtspunkte, wieso der von der Mehrzahl seiner an die mehr vom einwanderungsfreundlichen Amerika glaubenden Freunde belächelte Silbermann dazu kam, es mit Australien als nächstem Aufenthaltsort zu versuchen. Der andere, ungemein einfältig und unversetzt, jedoch durchaus gediegen, war das Auffinden eines Ortes weit weg vom Schuss. Nachdem zusammen mit Charles der Beschluss gefasst war, Frankreich gegen Australien einzutauschen, ohne auch nur die geringste Ahnung von diesem fernen Land, seiner Bevölkerung, seiner Wirtschaft, seinen Lebens- und Arbeitsbedingungen zu haben, macht er sich zu der Adresse auf, die als Sitz der Interessensvertretung Australiens angegeben ist. Was müssen seine verblüfften Augen sehen? Das Dominion Australien wird vom britischen Konsulat, dem gegenüber Emigranten besonders engstirnigen Mutterland, vertreten, wobei, so besagt das Schild an der Türe des eindrucksvollen Gebäudes, die Bürostunden für australische Angelegenheiten vormittags von 8 bis 10 Uhr sind. Das hieß, in die aktualisierte Verfahrenspraxis übersetzt, um an den Schreibtisch des die australischen Interessen vertretenden Ein-Mann-Betriebs zwischen 8 und 10 zu kommen, Formulare abzuholen, Unterlagen beizubringen, Fotografien abzuliefern, Pässe zu deponieren, Bearbeitungskosten zu entrichten, ausgefragt, vernommen, verstempelt und versiegelt zu werden, war er gezwungen, sich spätestens um 6 Uhr früh anzustellen, damit er noch unter die wenigen Ersten kommt, die bis zur obligaten britischen Morning-Tea-Zeremonie um 9 Uhr vorgelassen werden.
Das erstaunliche, sich rechtschaffend gebende Gehabe der Engländer war eben unübertrefflich. Besonders, als sich zeigte, dass die Schlange vor dem Konsulat mit jedem Tag länger wurde. Da er als vor Schaltern in Schlangen wartender schon längst vollauf trainiert ist, können ihm weder die Parfumstour, um den Zuzug ins unvertraute Australien, noch die Erkältungen, die die frühen Morgenstunden mit sich bringen, die Geneigtheit für den verlockenden Kontinent im Pazifik vergällen. Außerdem drängte die Zeit. Ein Besuch bei den Eltern in Amsterdam war fällig geworden, einmal um zu besprechen, ob und wie die in Frankreich verbotenen Spielmaschinen nach Holland transportiert werden können, damit sie dort vom Vater exploitiert werden, und zum anderen, weil es den Eltern in Holland mulmig geworden ist, war doch der stramme Antifaschismus, der in erster Linie auf ein erkleckliches Leben bedachten Holländer schon seit geraumer Zeit durch politische Unbedachtsamkeiten und Zugeständnisse an den nachbarlichen Moloch durchlöchert worden, so dass auch hier der Boden unter den Juden, insbesondere den jüdischen Emigranten, zu zittern begann. Und da den Eltern Australien viel zu weit weggelegen war und irgendeiner dieser Oberschlauen aus ihrem Bekanntenkreis das näher gelegene Island als idealen Zufluchtsort angepriesen hatte, wird er beauftragt, bei Islands Vertretung in Paris für sich und die Eltern vorstellig zu werden. Jetzt steht er mal bei den Australiern, mal bei den Isländern vor der Türe, zusätzlich noch bei der Vertretung der Dominikanischen Republik, wo es Pässe zu kaufen geben soll. Ja, der Besitz seines gültigen Passes, das war eines der höchsten Güter der irgendwo Zufluchtsuchenden. Denn sich mit einem abgelaufenen oder nur noch ein paar Monate gültigen deutschen Pass auf den Konsulatbüros zu präsentieren, brachte bei den Beamten nur ein müdes Lächeln hervor. Und als Jude das deutsche Konsulat um Verlängerung des Passes anzugehen, konnte nur einem Irren in den Sinn kommen. Ohne einen Finger zu rühren, setzte die Nazi-Bande auf diese Weise ihr Kesseltreiben gegen die Bereitvertriebenen fort. Ein entstaatlichter Passloser war ein in betonierten Grenzen eingeschlossener, der nicht einmal einen Blick über die Mauern wagen konnte. Glücklicherweise sind sein Pass und der Elternpässe noch für eine ganze Weile gültig, sodass er bei seinen zeitraubenden Bemühungen zumindest nicht mit diesem Problem konfrontiert wird. Wochenlang rennt er von Pontius zu Pilatus durch, sucht in Hilflosigkeit erstickende Flüchtlingskomitees auf, hört sich unverbindliches Wohltätigkeitsgerede bei jüdischen Verbänden an, füllt unzählige Formulare aus, deren Fragen er je nach den Umständen der Wahrheit entsprechend oder nicht beantwortet, alles nach dem Prinzip, nie auf nur eine Karte zu setzen bzw. wenn irgend möglich, füglich auf allen Hochzeiten zu tanzen. Die entnervende Herausforderung nahm ihr Ende, als ihm Mitte August 1938 vom britischen Australien-Sachbearbeiter, einem der ungekrönten Herrscher übermenschliche Geschicke, das begehrte Permit, wie sich dieser aufgezäumte Einwanderungserlaubniswisch nannte, überreicht wird. Auch Charles, der das für einen Franzosen leicht zu erhaltende Besuchervisum angefordert hatte, war inzwischen mit den notwendigen Papieren ausgerüstet. Es ist kaum vorstellbar, und doch ist es so, dass sich die beiden Schlucker, der ausgewiesene Flüchtling und sein anhänglicher Freund, bis zum Augenblick der Aushändigung der Einreise bzw. Fluchtpapiere nie darüber Gedanken gemacht hatten, wie denn die Reise um die halbe Welt zu finanzieren sei. Nun aber erhob sich die Frage, wie das Geld für die Schiffspassagen herbeigeschafft werden kann, sich bei Freunden Geld leihen, Armbanduhr und Siegelring versetzen, die Familien anbetteln, ein krummes Ding drehen, sich als blinder Passagier einschiffen, sich als Heizer, Steward oder Schiffskoch verdingen. Jeden Tag wird eine neue Idee geboren und als unbrauchbar verworfen. Dennoch bringt ihn die erneute Herausforderung nicht zur Verzweiflung, noch hindert sie ihn daran,
bei Reisebüros Erkundigungen über Preise und Termine für Überfahrten einzuholen, wobei er es an selbstsicherer Großspurigkeit nicht mangeln lässt. Da er weiß, dass er weg muss und weg will und sich angesichts dieser Durchdringung nicht als Flüchtling, sondern als Entwurzelter sieht, überweist er die Finanzierungsfrage des ihm aufgezwungenen Trips in ferne Lande wie einen ungedeckten Scheck in die Hände einer tunlichen Zukunftserwartung, sei es in der Form eines Umstandes, eines Zufalls, einer Fügung, einer Vorsehung oder eines Glücksfalls. Das klingt alles wie beschauliche Schicksalsergebenheit, wie träumerischer Fatalismus oder wie lyrisches Fabulieren, um bestimmende oder hemmende Regellosigkeiten in einen Lebenslauf einbauen zu können. Gegen den Eindruck, hier handle es sich um die ausgeklügelte Einbalsamierung einer Überbrückungskonstruktion, muss er sich strikt verwehren, obwohl, wie heute zu übersehen ist, in seinem Leben mehr als einmal seine von Wille und Denken geleiteten Taten erst durch schicksalshafte Vorsehung zustande gekommen sein müssen. Warum soll er sich etwas vormachen, wenn er jetzt von jenem Zufall sprechen wird, durch den er das Geld für die Reise nach Australien aufbrachte, eine Aus- und Übersiedlung, die ihn vor einem Ende im Konzentrationslager bewahrt hat. Nach wie vor, obwohl zu nichts mehr nutze, stand vor der Haustüre die arbeitslos gewordene Rosalie, dieser so gut wie wertlose Kasten mit einem Motor, der auf den letzten Löchern puffte. Eines Tages war er verschwunden. Geschickte Hände mussten ihn zum Laufen gebracht haben, wobei zweifelhaft war, ob der Dieb sehr weit damit hat kommen können. Sofort Polizei und Versicherung informiert, dauerte es nur 2 Tage und der Wagen war nicht weit von der Wohnung entfernt gefunden worden. Soweit eine durchaus alltägliche Geschichte, deren unrühmliche Besonderheit darin besteht, dass er die Versicherung davon hat überzeugen können, dass der Dieb den Wagen komplett ruiniert habe, Rosalie entweder vollständig repariert oder ersetzt werden müsse. Die Versicherungsgesellschaft entschied sich für die Reparatur, so dass er nach einer Woche der Besitzer eines bestens seinen Pflichten nachkommenden Automobils war. Stehenden Fußes wurde es verhökert und das durch einen geschickten Versicherungsbetrug ergatterte Geld in 2 Schiffskarten umgesetzt, eine auf einem englischen Passagierschiff ab Southampton für ihn, eine ab Le Havre auf einem französischen Handelsschiff für Charles. Es bringt ihn in Verlegenheit, die 2. Station seiner Auswanderung nicht mit dem stereotypen pathetischen Geseufze aus der Immigrationsliteratur dekorieren zu können, unbeschwerte mit faszinierenden Gesprächen und Gläsern von Pernod durchsetzte Abende nicht mit sehnsuchtsvollen Huldigungen an die Ville de la Lumière aufblähen zu können, weder von innerer Verödung, Armseligkeit, Bloßlegung, unvermittelten und schockierenden Wahrnehmungen noch von fingerdicken Schichten gewöhnlichsten menschlichen Drecks sprechen zu können, sang- und klanglos verlässt er Paris, von dem er nicht wissen kann, andererseits auch nicht wissen will, ob er es je wiedersehen wird, ob es ihm Selbstwertgefühl oder Selbstverachtung eingebracht hat, Enthüllungen, Berechnung, Gleichgültigkeit, Beunruhigungen oder Geringschätzungen. Alles deutet darauf hin, dass sich bei ihm angesichts der mannigfaltigen, die zerbrechliche Struktur seines Daseins gefährdenden Schwierigkeiten und Herausforderungen ein aus Selbstvertrauen, Lebenserwartung und Zuversicht bestehendes Potenzial entfaltet hat, dass er wie eine Waffe gegen die auf ihn eindringende menschliche Entwertung einsetzt. Seine Geisteskraft, nenne man sie Freimut, Einfalt, Selbsttäuschung, Hoffnungs- oder Vertrauensseligkeit, führt ihn über alle Verstandesschärfe und Besonnenheit hinweg, einem von Glaubhaftigkeit,
erfüllten Glaubensgut entgegen, das sowohl die Berührung mit Menschen, das Walten schicksalhaften Zufalls als auch die Allmacht seines Gottes umfasst. Drum auch um diese Begabung willen, denn als eine solche sieht er seine Haltung sowohl gegenüber bitteren Enttäuschungen als auch heiteren Vergnüglichkeiten, kann er weder einen Lobgesang noch ein Klagelied über die Zeit anstimmen, die er als Emigrant in Paris verbracht hat. Sie bleibt ihm als eine Zeit des Geschichtlichen nacheinander, als eine Grenzerfahrung, die bei ihm die letzten Reste einer hausbackenen Heimatgebundenheit in einen luftleeren Raum sich hat verflüchten lassen. Während sich am europäischen Horizont immer mehr Sturmwolken zusammenballen, die es Tschechen, Polen, Rumänen, Franzosen und Russen erlauben, ihr politisches Süppchen zu kochen, packt er seine lieben Sachen und rattelt über die quietschenden Eisenbahnschienen Belgiens nach Amsterdam, um von den Eltern Abschied zu nehmen. Der ging ebenso besonnen vor sich wie das Adieu von Charles in Paris, da ein Wiedersehen in Australien vorgesehen war. Natürlich fiel die eine oder andere von belanglosen Ermahnungen und wohlgemeinten Wünschen begleitete Träne, doch sie gingen an ihm so schmerzlos vorüber, wie an dem indischen Fakir die spitzen Nägel auf seiner Liegestatt. Auch muss er zu seiner Schande gestehen, dass ihm das im Herbst 1938 abrollende, staatlich organisierte Judenpogrom mit seinen brennenden Synagogen für immer in die Schandgeschichte mit dem schauererweckenden Namen Kristallnacht eingegangen, nur wie eine Verlautbarung aus einer anderen Welt entgegenkommt. War das Gleichmut, Kaltblütigkeit oder jene Nüchternheit, mit der außerhalb und innerhalb der Grenzen des Nazireiches die Grausamkeiten eines angeblich zivilisierten Volkes so gut wie protestlos hingenommen wurden? Fragezeichen. Aus Verwandlungen von Alfons Silbermann, Seite 150 bis 163 hier. Die Flucht eines Juden aus Europa. Danke für